Moin Leute und willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es darum, wir wollen mehrere Nachrichten hintereinander verschlüsseln. Und da habe ich euch auch schon beim One-Time-Pad gezeigt, dass es auch wirklich One-Time ist und dass es auch in der Hinsicht nicht sicher ist. Und ja, wir können es uns ganz einfach mal angucken. Und zwar, wenn wir die Nachricht 000 verschlüsseln, das ist einfach was extrem Kurzes, und danach die Nachricht 010 verschlüsseln wollen. Und beide mit dem Key, mit demselben Key verschlüsseln wollen. Das modellieren wir, indem wir hier einfach den Key 101 hinschreiben. Und das ist beides mal derselbe Key. So, da kommt einmal als Chiffrat hier 101 raus. Das wäre die linke Seite. Und es kommt als Chiffrat 111 raus. So. Und anhand von diesen beiden Dingern kann man jetzt rausfinden, also das hier oben sind die Klartexte, das ist der Schlüssel und das hier sind die beiden Chiffrate. Okay, und anhand von dem ersten Teil hier, wenn wir jetzt Zugriff auf den Klartext haben, das Ganze nennt sich dann Chosen Plain Text Attack, da zeige ich euch dann gleich mehr dazu. Wenn wir jetzt Zugriff auf diesen Klartext haben und danach das Chiffrat rausfinden, dann können wir eindeutig den Schlüssel wiederherstellen. Und wenn wir dann beim zweiten keinen Zugriff mehr auf diesen Plain Text oder auch auf diesen Klartext hier oben haben, dann können wir trotzdem anhand von diesem Chiffrat eben den Klartext wiederherstellen. Das hört sich jetzt erstmal total bescheuert an. Wieso sollte ich Zugriff auf den Klartext haben? Dann kann ich ja gleich fertig sein. Naja, ich kann aber manche Parteien dazu bringen oder vielleicht als Angreifer irgendwie die Leute dazu bringen, Sachen für mich zu verschlüsseln. Denkt nur mal an folgendes Szenario. Und zwar, während dem Zweiten Weltkrieg, und das ist tatsächlich so passiert, das fand ich mega spannend, wieder mal Geschichtsstunde mit Morpheus heute, im Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner Bomben platziert an einer gewissen Stelle, von der sie die Koordinaten genau wussten. So, und sie wussten dann auch, dass die Deutschen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob sie Deutschen oder die Japaner waren, wussten, dass die wiederum, wenn sie die Bomben finden, oder die Minen, um genau zu sein, die Koordinaten verschlüsselt an ihre Basis schicken. So, und jetzt haben sie einfach die Bomben an Koordinaten gelegt, von denen sie es wussten, haben den Funkspruch abgehört und haben daraus dann den Key wiederherstellen können. Denn sie wussten ja hier die Koordinate in Plaintext, dann haben sie abgehört die Koordinate in Ciphertext und konnten daraus dann wieder den Key hören und dann reicht einfach das pure Abhören und sie haben komplett alles, was sie wollten. Das heißt, manchmal kann eine Partei jemanden dazu bringen, etwas zu verschlüsseln. Da gibt es auch noch viele näherliegendere als Weltkriegsszenarien, wie zum Beispiel, ich tippe irgendwas als Angreifer auf meinem Terminal und das schickt alles irgendwie verschlüsselt an den Server und der Schlüssel ist aber eigentlich von euch. Dann kann ich mir aussuchen, was ich verschlüsseln möchte. Also wenn ich mich da irgendwie reingehackt habe oder sowas. Alles überhaupt kein Problem. Und dagegen gibt es natürlich auch noch Sicherheit. Aber jetzt schauen wir uns einfach nochmal hier ein instinktiveres Beispiel an. Wenn wir uns als Angreifer aussuchen können, welche zwei Nachrichten jetzt gerade verschlüsselt werden und wir wollen den Key rausfinden, dann schauen wir uns mal das Experiment hier an. Wählen wir einfach als Nachricht M0, also man wählt jetzt keine Nachrichten M0 und M1 mehr, sondern man wählt mehrere Nachrichten Reihenfolgen, also mehrere Nachrichten hintereinander. Und dann wird aus dem ersten Vektor sozusagen, wird rausgesucht, was man gerne hätte. Also sagen wir komm schon, macht es jetzt nicht so groß. M0, also groß M0, weil ich hier dann mehrere Nachrichten reinpacke. Das ist sozusagen ein Vektor, der besteht aus mehreren Nachrichten. Okay, wir wählen als ersten Vektor 000 und danach 000 nochmal. So, und hier sagen wir, M1 ist gleich auch zwei Nachrichten, mehr brauchen wir gar nicht. 1, 2, 3, 3, 0 und 1, 1, 1 danach. So, das passt jetzt hier leider nicht ganz alles auf dem Pfeil, aber ich denke, ich konnte euch klar machen, was das jetzt bringt. Wir suchen uns jetzt hier also ein zufälliges Bit B aus und danach verschlüsseln wir nicht eine Nachricht, sondern alle Nachrichten innerhalb von diesem M, von diesem Groß MB. Das heißt, wenn Bit, also wenn dieses B 0 ist,
Dann verschlüsseln wir hier die Nachricht 000 und wir verschlüsseln die Nachricht 000. So, und wenn jetzt die Nachricht, wenn jetzt das Bit 1 ist, dann verschlüsseln wir die Nachricht 000 und 111. So, und unser Chiffrat besteht dann hier auch aus zwei Nachrichten, die verschlüsselt wurden, also aus C1 sozusagen und aus C2 oder aus C0 und C1, ist völlig egal. Was wir jetzt einfach machen ist, wir sagen hier drüben beim Angreifer B' wird berechnet, und zwar wenn C1 gleich C2 ist, C2, dann sagen wir B' ist gleich 0 und ansonsten B' gleich 1. Klar, oder? Denn wir wissen ja, wenn jetzt der erste Block hier gleich dem zweiten Block ist, dann wurde dieser erste Nachrichtenblock hier verschlüsselt. Und ansonsten wurde der zweite Nachrichtenblock verschlüsselt, denn dann sind die beiden unterschiedlich. Es ist uns völlig egal, wie die Ciphertexte aussehen. Wir wissen ja, was die Nachrichten waren. Und wir können so ganz easy sagen, okay, wir haben hier rausgefunden, was dieses B' ist. Ja, und dann können wir eigentlich mit einer hundertprozentigen Sicherheit oder fast hundertprozentigen Sicherheit sagen, welcher Schlüssel jetzt gerade benutzt wurde. Beziehungsweise welches Bit B hier gerade zufällig gewählt wurde. Indem wir einfach hier sagen, das ist unsere Strategie. Ziemlich gemeine Sache. Was man jetzt macht, man muss hier die Sicherheitsdefinition hochschrauben. Und was ich euch jetzt gerade erklärt habe, ist CPA-Sicherheit. Also Chosen Plain Text Attacks Security, also Sicherheit. Das heißt, man hat Zugriff auf den Klartext. Und das wird alles modelliert mit einem gewissen Orakel. Das hört sich jetzt sehr nach griechischer Mythologie an, aber es ist nicht ganz so schlimm. Wir geben dem Angreifer einfach noch Folgendes am Anfang mit. Ich ziehe den hier mal nach oben und den hier auch. So, und was jetzt unser Benutzer B als allererstes macht, ist, er gibt dem Angreifer ein Orakel. Also sagen wir hier, ein Eng-Orakel. Jetzt denkt ihr vielleicht mega mächtig, so schlimm ist es gar nicht, es geht sogar noch mächtiger. Was jetzt der Angreifer hier machen darf, ist Folgendes. Er darf alles reinschmeißen, dieses Eng-Orakel, was er möchte. Und wir in einer Blackbox, also er weiß danach nicht, wie es passiert ist, er hat keinen Zugriff auf den Key oder sowas, sondern er kriegt danach einfach automatisch die Antwort von unserem Eng-Orakel, was das Verschlüsselte davon ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier Eng von 000 reinstopfe, zum Beispiel hier oben, Eng von 000 und das Orakel liefert uns direkt 101. Für den Angreifer, jedenfalls in der Theorie, vergeht da genau ein Schritt. Also er merkt es nicht, dass es da jetzt ein Orakel oder sowas ist. Aber ihr könnt euch das vorstellen, wie eben dieses dazu bringen, etwas zu tun. Okay? So, und mit diesem Orakel haben wir jetzt unseren Angreifer deutlich stärker gemacht. Wir haben jetzt einfach mehr Angreifer modelliert. Wir haben nicht nur solche passiven Lauschangriffe modelliert, sondern wir haben jetzt auch aktive Angriffe, wie eben das, was die USA im Zweiten Weltkrieg gemacht haben, was übrigens mega clever war, haben wir jetzt auch gerade modelliert. Ja, und wie wollen wir jetzt dagegen vorgehen? Da kann man jetzt noch verschiedene weitere Sachen machen und die möchte ich euch alle im nächsten Video, beziehungsweise nicht alle im nächsten Video, aber ein paar davon im nächsten Video vorstellen. Alles klar, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.